Willkommen zum dritten Tutorium. Wir sind bei der Aufgabe 6 und das geht immer noch um die Berechnung der Tangente an den Graphen der Funktion. Gut, wir sind bei der 6a und wir sollen das an den Punkten überprüfen. Genauso wie wir es schon bei der Aufgabe 5a und b gemacht haben. Okay, wie sieht das Ganze halt aus? Nochmal gesagt. Wir suchen eine Tangente, die in folgenden Formen halt immer vorliegt. Sollte jedem bekannt sein. Tx ist gleich mx plus n. Wir untersuchen halt die Stellen p von 0 und f von 0. Naja, da für f von 0 würden wir hier oben eine 0 einsetzen. Dann sehen wir hier 2x hoch 3 hoch 0. Naja, das ganze Ding ist 0. Das ganze Ding ist 0. Und war nur noch die 1. Na, die Wurzel von 1 ist nichts weiter als 1. Also untersuchen wir eigentlich den Punkt. Das ist ja hier nichts weiter als x, der untersuchende Punkt. Ixu nenne ich das. Und y. Also haben wir einfach die untersuchenden Punkte 0 und 1. Gut. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass m unsere Steigung ist. Unsere Steigung an einem neben zu untersuchenden Punkt. Damit ist das nichts weiter als f' von xu. Also unsere Steigung an dem zu untersuchenden Punkt ist gleich m. Na, dafür müssen wir halt die erste Ableitung bilden. Und das geht hier besonders gut mit der Kettenregel. Mal ein bisschen umgeschrieben das Ganze. Ist ja nichts weiter als f von x in Klammern 2x hoch 3 plus x Quadrat plus 1 und das Ganze hoch 1/2. Weil nichts weiter ist ja unsere Wurzel hoch 1/2 der gesamten Funktion. Gut. Jetzt machen wir das Ganze halt äußerer mal innerer Ableitung. Also f', das was in den Klammern ist, ist unsere innere Ableitung und das außerhalb der Klammern unsere äußere Ableitung. Naja, das ist ja hier unser 1/2. Und dann steht dort halt nichts weiter als 1/2, das ganze Ding halt abgeleitet. Das was in der Klammer ist, bleibt einfach stehen, also 2x hoch 3 plus x Quadrat plus 1. Naja, und 1/2 minus 1, na da kommt dann nichts weiter raus als minus 1/2. Was dieses Minus ist, ist nichts weiter als 1 durch, dann das Ganze durch 1/2, was ja die Wurzel dort wäre. Jetzt kommt aber mal der inneren Ableitung noch, also dem ganzen Ding. Und dort haben wir 2 mal x hoch 3, also ist ja hier Summenregel. Also haben wir hier 6x Quadrat. Nun müssen wir auch alles in Klammern schreiben. Plus 2x plus, naja, 1. Naja, die 1 fällt halt weg bei der Ableitung. Und natürlich unser hoch 1/2 bleibt bestehen. Gut. Jetzt wollen wir halt genau wissen, wann weg der zu untersuchenden Stelle, was denn dort rauskommt. Na, da haben wir denn f' an der untersuchenden Stelle. Na, das wäre 0. Hier habe ich das gleich vergessen, ist gleich 1/2, bleibt natürlich erstmal stehen und dann, was haben wir hier in Klammern? Na, 2 mal 0 hoch 3, naja, das ist 0, plus x Quadrat, also 0x Quadrat, na, ist auch 0, plus 1. Na, haben wir nichts weiter als 1 mal hoch minus 1/2 zu stehen. Mal, naja, 6x Quadrat, naja, 6 mal 0 hoch zum Quadrat ist auch 0, plus 2 hoch x auch 0, davon die Wurzel zu ziehen ist auch 0. Naja, haben wir halt nichts weiter zu stehen als 0. Naja, wir können noch umformen, damit wir auch sehen, was dieses x hoch 1/2 ist. Naja, das ist nichts weiter als 1/2 mal und jetzt wandert das in den Zähler quasi. Ne, in den Nenner, Verzeihung. Also 1 durch
1 hoch 1/2, was ja nichts weiter wäre als die Wurzel, was auch 1 wäre. Aber da wir ja eh hier mal 0 haben, wissen wir jetzt, dass wir an der zu untersuchenden Stelle das ganze Ding halt 0 ist. Daraus folgt auch, dass unsere Steigung 0 ist. Gut, das können wir jetzt schon mal in die Tangentengleichung einsetzen. Also t von x ist gleich 0 mal x plus n. Naja, jetzt müssen wir noch wissen, dass die Tangente sich ja berührt an dem untersuchenden Punkt mit der Funktion, die wir ja haben. Sie tangiert halt die Funktion, also muss sie an genau dem gleichen Punkt gleich sein. Also Beispiel, und das hier irgendwie unsere Funktion wäre, die hier so einen Bogen hat. Und hier an dem Punkt haben wir halt, sag mal, grün unsere Tangente. Hier, die halt hier so weitergeht. Dann berührt sie das Ganze in dem Punkt und da muss gleichgesetzt werden. Können wir natürlich dann daraus auch schön machen. Also bedeutet, dass unsere Tangente an dem zu untersuchenden Punkt den gleichen Wert annimmt wie unsere Funktion. Also, wenn wir jetzt t von 0 halt einsetzen an unserem zu untersuchenden Punkt, also xu, naja, dann würde dort stehen 0 mal 0 plus n ist gleich, naja, unser y, was wir hier haben, 1. Und daraus geht halt vor, wir brauchen nichts weiter umstellen, dass n gleich 1 ist. Also, und daraus geht halt hervor, dass unsere Tangente, na, nichts weiter als t von x gleich 1 ist. Also, sie ist überhaupt nicht mehr abhängig wirklich von diesem x. Also haben wir halt nichts weiter als diese 1. Gut, das wär's zur Aufgabe 6a. Falls ihr dazu nochmal Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten war's das hier zu dem Punkt.